Herzlich willkommen zur Diskussion, wie weit sollen deutsche Soldaten gehen? Und weil es dabei um politischen Willen, sicherheitspolitische Strategie und friedensethische Norm geht, begrüße ich besonders die Impulsgeber der fünf Themenschwerpunkte und die Referenten der Arbeitsgruppen, die wir heute noch miteinander haben werden. Ich begrüße unter uns die Vertreter der Bundeswehr und der Friedensgruppen, Mitglieder aus Initiativen der Zivilgesellschaft und Vertreter der evangelischen Militärseelsorge. Seit 2 Jahren bereiten die evangelischen Akademien in Deutschland ein Diskursprojekt vor, das sich unter dem Titel »Dem Frieden der Welt zu dienen« mit zivilen und militärischen Einsätzen im Ausland befasst. Als Vorsitzender der Akademien in Deutschland begrüße ich Sie herzlich mit unserem Generalsekretär Dr. Holz und den anwesenden Direktoren. 16 Akademien in Deutschland in evangelischer Verantwortung bilden ein Netz von Diskursorten, an denen rund 140 Studienleiterinnen und Studienleiter Tagungen, Projekte und Debatten organisieren. Und Fragen der Friedensethik, Diskussionen über das Verhältnis von zivilen und militärischen Optionen sind seit Jahrzehnten ein prägendes Element der evangelischen Akademien. Wir begrüßen ganz herzlich Herrn Minister de Maizière. Herzlich willkommen. Aber mit den Auslandseinsätzen der Bundeswehr und den globalen Veränderungen müssen wir nicht nur alte Fragen neu stellen, sondern auch neue Fragen formulieren. Wir brauchen dieses Nachdenken über Normen und Werte in einem breiten Gespräch, an dem Sie alle beteiligt sind. Und wir schulden diesen Diskurs denjenigen, die wir in Einsätze entsenden. Seien sie zivil, seien sie militärisch. Wir schulden ihnen die ernsthafte Diskussion über die Ziele und Zwecke ihres jeweiligen Einsatzes. Und wir brauchen immer wieder neu eine Besinnung auf die Grundsätze einer Ethik des Friedens und der Gerechtigkeit. Die evangelischen Akademien in Deutschland sind Teil der evangelischen Kirche in Deutschland. Und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, in den kommenden 2 Jahren einen gesellschaftlichen Diskurs für unsere Gesellschaft und in unserem Land zu führen. Dass dieses nun auch möglich wurde, verdanken wir der entschiedenen Unterstützung durch den evangelischen Militärbischof, der mit Mitteln der ethischen Bildung in den Streitkräften dieses Projekt unterstützt. Das heißt, aus Mitteln der evangelischen Kirche. Und heute in Berlin nun der Start. Wie weit sollen deutsche Soldaten gehen? Gemeinsam mit den evangelischen Akademien in Loccum und Vilixt wurde unsere Veranstaltung vorbereitet. Und ich darf jetzt die Moderation an meine Kollegin Dr. Jacqueline Beusen, Studienleiterin für Zeitgeschichte und Politik hier an der evangelischen Akademie zu Berlin, übergeben. Seien Sie alle herzlich willkommen.